So Leute, ich bin's wieder. Ihr seht, geht wieder um das Thema Ernährung heute. Und zwar halten wir uns immer noch mit den Makronährstoffen auf. Also, sprich Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette. Heute geht es darum, wozu brauche ich denn, also wieso brauche ich die Makronährstoffe im Leistungssport primär? Und was passiert, wenn irgendetwas davon zu wenig zugenommen wird? Also, fangen wir mit den Kohlenhydraten an. Wichtigste Eigenschaft der Kohlenhydrate ist, es ist unsere Hauptenergiequelle. Die Kohlenhydrate füllen den Glykogenspeicher auf in unserem Körper und der Glykogenspeicher wird bei nahezu jeder Belastung benutzt. Und je länger unser Training, je länger unsere Dauer im Wettkampf ist, desto wichtiger und entscheidender wird ein gefüllter Kohlenhydratspeicher, Glykogenspeicher. Dann, was machen unsere Eiweiße? Also Eiweiße sind natürlich ganz klar für die Muskelversorgung da, sprich Muskelaufbau, aber auch Muskelregeneration nach dem Training. Dann Fette brauchen wir. Wir brauchen eben die Fette vor allem für unsere fettlöslichen Vitamine. Ganz wichtig im Leistungssport. Wir haben immer ein angekratztes Immunsystem. Deshalb sind Vitamine, ausreichende Vitamine, so extrem wichtig. Viel wichtiger als bei einem Nicht-Leistungssportler, Breitensportler. Eben durch die hohe Belastung im Training haben Leistungssportler oft fast immer angekratzte Immunsysteme, brauchen eben die Vitamine noch viel häufiger und noch viel mehr als ein normaler Mensch. So, jetzt erstmal zu der Erläuterung. Was passiert jetzt, wenn irgendein Makronährstoff ungenügend zugeführt wird? Also, fangen wir mal an. Wenn ich keine Kohlenhydrate habe, dann platzt zum einen unsere Energiequelle. Das heißt, der Muskel muss sich eine neue Energiequelle suchen. Hat der Körper keine Kohlenhydrate zur Verfügung, nimmt er sich Eiweiße für seine Energiequelle. Ihr wisst, Kohlenhydrate, Eiweiße haben dieselbe Energiebilanz, etwa auf einem Gramm 4 Kalorien. Das heißt, habe ich keine Kohlenhydrate zur Verfügung, nimmt der Körper Eiweiße im Körper, um eben dieses Minus auszugleichen. Also nimmt er sich die Eiweiße, die eigentlich für die Muskelversorgung hier sind, und deshalb platzt unsere Muskelversorgung. Er nimmt sich Eiweiße für die Energiequelle, habe ich hier nicht mehr genügend da. Nehme ich sowieso schon generell zu wenig Eiweiß, was gerade eben bei vegetarischer, veganer Ernährung der Fall sein kann, wenn man es eben nicht vollkommen richtig macht, habe ich eben auch zu wenig Eiweiße für die Muskelversorgung. Was passiert eben, wenn ich zu wenig Fette zu mir nehme? Dann kann der Körper eben nicht mehr genügend Vitamine aufnehmen. Der Körper kann sein Immunsystem nicht mehr aufrechterhalten. Was passiert? Die Leistung sinkt unvermeidlich. In intensiven Trainingsphasen braucht der Körper all diese Nährstoffe. Wenn es nicht gegeben ist, der Körper nicht genügend Makronährstoffe zugeführt bekommt, dann kann die Leistung nicht nach oben gehen, sondern dann fällt sie in ein Loch. Und was aber noch viel entscheidender ist, der Körper wird krank. Ich garantiere euch, wenn ihr über lange Zeit intensiv trainiert und nicht genügend Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße zu euch nehmt, dann garantiere ich euch, ihr werdet früher oder später krank. Sei es ein Schnupfen, sei es eine Grippe, ein Fieber, irgendwas. Ihr seid einfach anfälliger für Krankheiten, wenn irgendwas in der Luft rumschwebt, ihr nehmt es auf als Leistungssportler. Also schaut,
dass ihr genügend von diesen Makronährstoffen zu euch nehmt. Makronährstoffe und hier natürlich auch dann hier Vitamine, die Mikronährstoffe. Separates Thema. Schaut primär, dass die Sachen passen und ich garantiere euch, ihr bleibt gesund und ihr bringt Leistung im Training und im Wettkampf. Wir sehen uns wieder im nächsten Ernährungsvideo. Schaut erstmal, dass ihr das verinnerlicht. Stellt eure Ernährung um und ich garantiere euch eben, es wird einen Fortschritt bringen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.